Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Moonlighter. Ich habe die Sachen gesammelt, die ich vorhatte zu sammeln, um die Schuhe zu kaufen, die wir gleich auf jeden Fall sammeln werden. Vorher werden wir nochmal kurz den Laden öffnen. Alles, was ich jetzt während des Lootens gesammelt habe, habe ich jetzt einfach reingeworfen, weil ich habe da echt keinen Bock, da jetzt die Sachen jetzt auch noch zu verkaufen, wobei die auch viel zu billig sind. Kommt rein, genießt es. So, wir haben da noch ein paar Full-Stack-Sachen dabei. Ich habe gerade kurz die Kisten gesortet, geordnet. Und drei Sachen können wir noch verkaufen. So, dann beeilt euch mal. Wir wollen nämlich in den Dungeon wieder rein. Ein bisschen weiter vorangehen. Ja. Gut, was war dein aktueller Wert? Ach. 200 war zu billig. Wir haben noch keinen idealen Wert gefunden. Wenn 200 zu billig war und jetzt eine Werterhöhung hat, dann ist 350 so. Was bist du denn für ein Krieger? Krasser Junge. Was ist denn hier los? Willst du die etwa nicht haben? Oh Gott, das habe ich viel zu billig verkauft. Ach du Scheiße. Na gut, kann man nicht wissen, ne? Das hat eine Wertsteigerung? Oh, das habe ich schon mal verkauft für 400. Naja, gut. Wissen wir fürs nächste Mal Bescheid. Hier, die können noch mal rein, haben auch eine Wertsteigerung. Nein. Ja, der Oberreiche möchte das bestimmt kaufen. Yay! Der wurde aus der Sailbox gekauft. Dreckiger Dieb. Wage es nicht, irgendwas zu klauen. So, hat er schon was mitgenommen? Was haben wir denn hier? Gott, 60. Ja, kann man eigentlich. Machen wir mal so 300. Frischer Tata tappt. Der wollte ja die Samen klauen. So, macht hin. Ich will langsam los. Wie zu teuer. Ach, komm, ey. Nein. Wir haben das für 110 verkauft. Hä? Das ist doch auf 110. Oder war es gerade höher? Habe ich mich gerade selbst verarscht? Ich glaube schon. Yay! Kauf den Ramsch da unten. Den braucht sowieso keiner mehr. Ich will meinen Laden verbessern. Wie viel brauchte ich dafür? Ordentlich was, ne? Ach, Jungs, ey. Ihr stellt euch aber auch an. Was haben wir denn hier? 85 war zu billig. Ich habe den noch nicht mehr auf Originalpreis verkauft. So, da ist wieder was weggegangen. Ich glaube ja, dass der Ramsch ziemlich ramschig ist. Also, wenn ich irgendwas farme, werde ich auf jeden Fall alles in den Ramsch-Teil da reinlegen und mich dann Keks freuen. Und damit er mehr reinpasst, werde ich da auf jeden Fall nochmal eine Verbesserung reinhauen. Okay, das ist zu... 100 ist zu teuer? Willst du mich verarschen? Na, wenigstens die Pflanzendinger hier wurden gekauft. Immerhin. Besser als gar nichts. So, wird langsam spät. Leute, kauft ein. Die letzten Teile warten noch darauf, wegzugehen. Ah, ist nicht dein Ernst. Was ist denn los mit dir, Junge? Das ist eine Preissteigerung. Was? Willst du mich verarschen? 80? Wieso sind die nichts wert? Wenn 60 Minimalpreis ist. Ah, das ist auch zu viel. 250, komm. Ich will da ein bisschen mehr Geld rausdrücken, ist ja ganz klar. 80 ist... Nee, 70 ist noch zu viel für dich? Willst du mich verarschen eigentlich?
Und das ist auch noch zu teuer. Kramschkiste ist leer, Jungs. Tut mir leid. Alles weg. Ja, ich will auf jeden Fall als nächstes meinen Laden verbessern, damit ich ein bisschen mehr ausstellen kann. Damit es sich mehr lohnt. Ja, endlich! Wir haben einen Preis gefunden. Nur für die Dinger noch nicht. Ich dachte eigentlich, dass der Pflanzen-Dungeon wertvolle Sachen dabei hat. Aber offensichtlich ja nicht. Okay. Das habe ich nicht verkauft gekriegt, egal. Haben die irgendwas geklaut? Habe ich irgendwas nicht bemerkt? Ja, alles gut. Aber 26.000. So, als allererstes natürlich die Boots. Obwohl, wir gucken erstmal in den Laden. Hier. Shop. 60.000. Errungenschaft freigeschaltet. Expansion. Sehr schön. Das wäre erledigt. Schuhe, Boots. 4.000 nehme ich. Weg von der Wunschliste. Da fehlt mir gar nicht mehr so viel, ne? Überall fehlt dasselbe. Ja klar, ist alles aus dem Pflanzenreich, ne? Ah, jetzt kann ich das bauen, aber wen interessiert's? Gut, den Stab wollte ich zum Glück nicht haben. Ah, wir haben die Kralle gefunden, ne? Ja gut, schade. Aber wir haben im Pflanzenteil den hier gefunden. Wie armselig ist denn das? Na gut, hier ist auch etwas Neues. Diese luxuriöse Kasse motiviert Kunden dazu, ein zusätzliches Trinkgeld in Höhe von 15% zu zahlen. Oh, großzügig, großzügig. Noch irgendwas Neues? Ah. Nee, da nicht. Mittlere Truhe. Ja, die Ramschkiste würde ich auch gerne machen. Gegenstände, die in dieser Kiste verkauft werden, erhalten einen Rabatt in Höhe von 60%. 70. Hm. 50. Ja, da lohnt sich das schon fast alles reinzudrücken, ne? Süße Träume werden aus Gold gemacht. Fühl dich selbst in den härtesten Dungeons gut behütet. Dieser Komfort wird dich auf all deinen Wegen begleiten. Okay. Ein Bett so wohlig und warm, dass du dich auch nach dem Aufstehen noch behütet fühlst. Ja, das werde ich zum Schluss machen, das Bett, ne? Also, ganz ehrlich. Was mache ich denn mit dem Schissel? Okay, wir haben unseren Shop erweitert. Jetzt sieht er ein bisschen besser aus, größer. Und wir haben wahrscheinlich auch mehr Platz für Dekorationen. Das heißt, wir brauchen jetzt nächstes 70.000 für den Händler, der die Dekoration anscheinend verkauft. Der wurde natürlich genau dann freigeschaltet, als ich es brauchte. Na gut. Dungeon Time, Freunde, Dungeon Time. Fängt ja direkt gut mit Schleim an. Hui! So, ich fühle mich schon ein bisschen wohler jetzt hier in diesem Dungeon. Also ist nicht mehr so schlimm. So, Stroh. Warum liegt hier eigentlich Stroh? Wo mache ich denn Maske auf? So, du bist weg. Kann ich dich runterschubsen? Das hat wirklich funktioniert. Alter, lass mich in Ruhe. Nicht schlagen, bitte. Na komm, 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 komm. Ich meine, ich verliere dadurch den Loot, aber ich finde es trotzdem lustig. Scheiß auf Schleime. Ah, hier kriegen wir auch den roten Schleim, ne? Ja, dann ist das ja nicht mehr so schlimm. Hab schon gedacht, den muss man jetzt jedes Mal im ersten Dungeon looten. Au. Der hat die Potsau hat mich vergiftet. Müsst ihr euch mal vorstellen. Ach, scheiße. Falschen Knopf gedrückt. Jetzt vergiften einen die Schleime auch noch. Das finde ich jetzt schon ein bisschen pervers, ne? Mein schlimmster Erzfeind wird noch schlimmer. Oh. Ah, er hat mich nicht getroffen, weil ich ihn vorher getötet habe. Sehr schön. Ganz kurz vergessen auszuweichen. Haben wir das schon gelesen? Ich glaube schon, ne? Mehr Muster und Geheimnisse. Hast du es je zur dritten Ebene geschafft und dich dort überladen gefühlt? Zu viel Kram im Rucksack? Zu viele Schätze?
Ups, ich hab B gedrückt. Ja, jetzt liest das Buch doch einfach. Sicher willst du jetzt nicht aufhören. Das kannst du gar nicht. Dann habe ich genau das Richtige für dich. Irgendwo auf der dritten Ebene zwischen Ende und Anfang liegt es versteckt. Wobei mit Ende die massive Kreatur tief im Dungeon gemeint ist. Das Ende des Dungeons ist also vermutlich auch dein Ende. Zwischen diesen beiden Punkten mag dir ein Funkeln ins Auge fallen. Etwas Schimmerndes hinter einer Kluft von unendlicher Finsternis. Wenn du mutig bist, dann spring. Finde heraus, was dort unten ist. Ja, das weiß ich doch schon, aber da werde ich doch mein Zeug nicht los. Da kriege ich nur noch mehr Zeug. Das war jetzt kein guter Tipp. Wir sind auf richtigen Ebene. Ja, das kennen wir schon. Ich sag, das kennen wir schon. Ich kann doch B drücken, so gehe ich da komplett durch. Ich bin es einfach gewöhnt, alles durchzugehen. Du dreckiges Subjekt. Verzieh dich einfach. Nein! Ich verspüre Hass. So, wir haben noch Heiltränke, keine Sorge. Ich habe nur zuerst die billigen verbraucht. Wie ich euch hasse. Oh, ich hatte auch noch den Brunnen. Oh. Ich hab den Brunnen vergessen. Shit happens. Oh nein. Muss die Typen hier erstmal loswerden. Ist nicht dein Ernst. Oh, ihr scheiß Wichser. Okay, ich kann gleich zurück. Komm, scheiß drauf. Ich hab keine Heiltränke mehr. Oh, das ist nett. Lass doch! Jetzt lass mich doch mal in Ruhe, du dreckiges Viech! Meine Fresse! Oh, wie ich die hasse! Wie ich die absurd hasse! Oh! Wie kann man nur sowas Elendiges erschaffen als Entwickler? Hä? Nein, das Buch kommt nicht wieder. Schade. Ich hasse dich. Scheiß Schleime, ey. Huhuhu. Hä? Verschwindet er? Habe ich eine begrenzte Zeit zuzuschlagen? Ne, verschwindet nicht, okay. Aber die Ebene ist ganz gut, um mich zu schlagen. Oh, bist du tanky? Erinnert mich ein bisschen an Zelda, das Viech. So, das Ding ist eh fast voll. Was haben wir hier? Zerstört bei Rückkehr. Ja gut, dann bist du da halt unten hin. Wieso leuchtet das auf? Ist das verbuggt? Huch. So. Oh, ich habe die Schuhe gar nicht angezogen. Und du kannst auch darüber. Hey. So. So, gut, gut, gut. Wir kommen voran. Wir können noch zwei Sachen tragen. Das heißt, wir können noch weitergehen. War hier noch was? Nein. Ich meine, so schlimm sind die Gegner nicht. Wenn nochmal so ein Schleim kommt, bin ich natürlich am Arsch. Aber an sich sind die Gegner jetzt nicht so schlimm. Man gewöhnt sich an alles, ne? Nicht mal Loot gegeben. Danke. Vielleicht gibt es auf der dritten Ebene etwas. Ja. Stimmt, in der dritten Ebene haben wir, glaube ich, sowas noch nicht gefunden. Absurd hasse, ne? Was haben. Okay, pass auf, der Kristall kann weg. Wieso stackt ihr euch nicht? Was soll denn der Bullshit?
Wir haben hier Flucheffekt eines angrenzenden Gegenstands wird blockiert. Das könnten wir nutzen, wenn wir etwas haben, was wir stacken könnten. Was wir offensichtlich nicht haben. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Das ist auf jeden Fall ein Sternchen, also irgendwas, was wir sammeln. Ist gut zu wissen, dass das auf jeden Fall auf unserer Wunschliste ist. Holz! Ja, was machen wir jetzt? Wieso das blinkt, weiß ich auch nicht. Ja, Freunde, was machen wir jetzt? Da müssen wir irgendwas loswerden. Hier, das ist einzelner Samen. Oh, da hätte ich stacken können. Ah, gut, jetzt ist es zu spät. Jetzt ist zu spät. Na gut. Da können wir jetzt auch zurückgehen. Aber wir kommen ganz gut voran. So, ich denke mal, jetzt haben wir massiv Platz im Laden. Wir müssen also nicht mehr so oft ausrücken. Um irgendwas reißen zu können. Sieht das gut aus. Mit Vitrinen. Kann ich irgendwelche wertvollen Sachen ausstellen, ja? Was verkaufen wir hier? Das hier verkaufen wir. Obwohl das ziemlich wertlos ist. Wertlose Scheiße, Leute. Mehr ist das nicht. Ja, sieht schon schick aus, muss ich sagen. So. Hä? Ach, ich habe jetzt 3 Truhen. Lol. Gut. Hey, achso. Das kommt alles mal rüber. So. Da haben wir einen 10er Stack. Da haben wir einen 5er Stack. Noch einen 5er Stack. Giftchili. Das kommt ja in die andere Truhe, ne? Gut, dann Sachen. Wie Gelee kann ich eigentlich hier rüberpacken. So, hier haben wir ja keine Stacks mehr, ne? Nee. Das hier kann in den Ramsch. So, ich denke mal, vielleicht ist das so, dass die Reichen hier mehr drauf achten. Die Vitrine. Lebenssaft? Achso. Ich wollte gerade sagen, wieso steht da Lebenssaft? Sale. Du kommst in den Sale. Ihr beiden kommt dahin. 54, dafür haben wir auch schon einen Preis, ne? Das geht. Kein Problem. Was haben wir hier? 600 war da zu billig. Wie hier auf 800, ist ja ganz klar. Wollen wir nicht geizen, Freunde, wollen wir nicht geizen. So, Waldfrüchte. 800 war zu viel? Was nicht gerade schon? Bei dem hier? Nee, das hier haben wir einfach zu billig verkauft. Hm. Gut zu wissen. Ja, dann machen wir hier auch auf 800 so. Das bringt Geld ein, Freunde. Das bringt Geld ein. Aber wie ihr seht, mein Laden ist noch lange nicht voll genug. Weswegen wir da auf jeden Fall noch ein bisschen was machen können. Und dann gucken wir mal, wie weit wir jetzt gekommen sind. Halt, stopp. So. Wo war eigentlich die Kristalle, die ich hatte da? Ich weiß, ich habe einfach das Gefühl, dass die nochmal wichtig werden. Deswegen packe ich die da rein. Gut, ey, wir haben jetzt auch 20 mehr Leben. Wahrscheinlich durch die Boots, ne? So, haben wir immer noch nicht gefunden. Geilo.
Da hätten wir alles schon zusammen. Hier bei dem hätten wir alles schon zusammen. Und bei dem hätten wir alles schon zusammen. Nur hier fehlt noch was. WTF. Genau das, was wir uns wünschen. Naja. So, Holz haben wir. Jetzt brauchen wir nur noch das komische Säurezeug. Und dann haben wir ein besseres Schwert. Das freut mir doch. Ich brauche Heiltränke. Was hast du momentan im Angebot, Freundchen? Oder nichts Krasses. Und nicht genau die Sachen, die ich schon verkauft habe. Preis 22.500. Das war so gut. Ja. Soll ich das kaufen? Ich finde es selber. Ganz ehrlich. Oh, ich hätte so viel Geld dafür bekommen. So viel Geld, Freunde. Naja, was willst du machen, ne? Was willst du machen? Da kannst du nichts machen. So. Gehen wir nochmal runter, ne? Komm, heute machen wir 2 Runs. Das passt schon. Auch wenn wir eigentlich nicht mehr viel Zeit haben. Aber es geht ja recht fix. Ich brauche dieses Säurezeug. Und das ist von diesen Werfern, die Säure werfen, ne? Ich glaube schon. Gib mir Geld. Ah, toll, nur das billige Zeug. Ich meine, das GD nehme ich natürlich auch. So ist es nicht. Ich würde mich halt viel mehr freuen über das richtig gute Zeug. Hier, das ist gut. Ich weiß zwar noch nicht, wozu ich das Stroh brauche, aber wir werden es irgendwann herausfinden. So, jetzt kommst du noch weg. Easy. Es ist leicht geworden, ne? Also, steht hier wieder was Neues? Es gab vor kurzem eine Entdeckung, die alles verändern wird. Rätselhafte Anhänger wurden in den Dungeons aufgetan. Ich habe neulich selbst einen gefunden, höchst fasziniert. Anstatt umzukippen und etliche seiner Gegenstände zu verlieren, fügt man Gold in den Anhänger ein, um den Dungeon zu verlassen. Schnurstracks bringt ein Portal den Benutzer zurück in die Stadt. Endlich muss man Leib und Leben im Dungeon nicht mehr riskieren. Unter den etwas robusteren Abenteurern, auch Helden genannt, scheinen diese Anhänger verpönt zu sein. Diese Leute haben eine eigene Sicht der Dinge. Was ist ein Besuch in einem Dungeon ohne eine fette Narbe als Souvenir? Was ist denn das? Den Anhänger haben wir im letzten Dungeon bekommen. Wieso kriegen wir jetzt so eine Info? Oh Gott, da war das Gift. Nichts bekommen. Au! Jetzt komm hier, Mann! Mach keinen Scheiß. Ich übersehe die ganze Zeit dieses Gift. Das ist nahezu unsichtbar. Ja, die Cheater kenne ich schon. Nein, das ist wertvoll. Danke. Ho, 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 ho. Fast drunter gefallen. Ich muss sagen, ich komme immer besser durch. Ich hatte schon mal schlechtere Runs. Vor allem die ersten, in die ich hier reingegangen bin. Direkt abgemurkst. 3-4 Mal. Das waren doch Zeiten, letzte Folge, ne? So, Flucheffekt, Gegenstand wird blockiert. Das brauchen wir noch nicht. Würde später auch so, wir brauchen das gleich. Das geht schnell. So, Vasen. Verzieh die Schleim. Wenn ich die nur sehe, muss ich kotzen. Ich habe nicht ein Stück Säure bisher gefunden, ne? Warum, haben wir die vielleicht in der zweiten Ebene gefunden? Kann das sein? Oh, Pilze. Okay. Nein. Komm, fahr nochmal. Stimmt, die Büsche verlieren ja auch was, ne? Komm, fahr.
Fahr, ja, genau. Aber bitte nicht auf mich rauf. Was haben wir jetzt gefunden? Giftsporen. Wieso leuchtet ständig die Mitte? Ach, ist mir egal. Man muss nicht alles verstehen, Leute. War ich nicht. Wir haben den Brunnen noch nicht gefunden. Wir müssen noch den Brunnen finden. Da ist er doch. So, jetzt noch die nächste Ebene. Hier, die Typen hier mag ich. Die machen nicht viel. Laufen auf einen zu und können nichts. Richtig praktisch. So, und hier müsste jetzt die nächste Ebene sein. Naja. Oh, die Giftdinger. Ja, genau dich. Aber du bist so selten. Und auch nervig. Also eigentlich bin ich froh. Gratis Heiltrank. Aber wir benutzen trotzdem kurz den Brunnen. So viel Zeit muss sein. So, Ebene 2. Habe ich genug Geld, um ein Portal aufzubauen? Das würde ich nämlich gerne machen. Und dann irgendwie den wertvollen Kram rauszuholen. 6000. Ich kann ein Portal aufstellen. Wir können also einmal kurz zurückreisen. Das heißt, den Brunnen fasse ich auf jeden Fall nicht an. Das ist sehr gut. Mittlerweile kriegen wir auch genug Geld zusammen, bestimmt. Oh, Giftspucker, komm her. Oh, direkt zweimal. Ja, wir haben genug für das Schwert. Es wird Zeit für ein neues Schwert. Das können wir auch gut gebrauchen. Aber bevor ich auf jeden Fall den Boss mache, will ich das Schwert komplett upgraden. Umso mehr Schaden ich mache, umso weniger kriege ich Schaden. So, wieso bist du Uhren nicht da unten? Das ist kacke. Wieso zeigst du in die Richtung? Kann ich irgendwas davon noch mitnehmen? Okay, wie wertvoll warst du? Wir wissen es nicht. Cool. Aber du bist sowieso... Wir werden es jetzt kurz herausfinden. Oh, sehr wertvoll. Sehr, sehr wertvoll. Und du warst... Ach, weiß ich auch noch nicht, ne? Stimmt. Kann ich noch nicht wissen. Ja, dann verkaufen wir so einen Heiltrank. Gut, dann wird es jetzt Zeit, einmal kurz zurückzugehen. Stellen wir unser Portal hier auf. Um die maximale Loot zu bekommen. Den maximalen Loot. Ja, dann werde ich auf jeden Fall in der nächsten Folge das Zeug, was wir gerade gefunden haben, verkaufen. Und damit wir uns das neue Portal halt auch leisten können. Also ich bin mir sicher, dass wenn wir das Portal aufstellen und wir zum Beispiel sagen, hey, wir wollen in Ebene 3 ein bisschen farmen, weil da verdienen wir natürlich am meisten, ist ja ganz klar. Es würde nichts bringen, irgendwie ständig immer denselben Scheiß durchzulaufen. So, Billigkram, weg mit dir. So, haben wir noch den hier, haben wir da schon Preis? 450. Geh mal hier auf 70. So. Oh ne, das war schon richtig. Gut, jetzt wird alles hier eingelagert. So. Das Zeug, was wir brauchen, hier rein. Wie ist der Schleimer hier hin? So, Fullstacked. Fullstacked. Full. War 5 hier maximal oder waren es 10? 10. So, die haben wir für 190 verkauft. Nein. Hä? Wurden die uns geklaut? Kann das sein? Nee. Das ist seltsam.
65. 70. Oh Gott. Wären wir höchstens 400 los. Und dann benutzen wir hier für die Vase. Die ist bestimmt sehr wertvoll. Und hier für das Düngerzeug. Oh, das haben wir doch schon. Gut, Freunde, ich würde sagen, dann sehen wir uns an dieser Stelle morgen wieder und verkaufen das Zeug, gehen dann in den Dungeon zurück und versuchen uns dann auf Ebene 3 fett voll zu farmen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.